macht sie sich auf und eröffnet dieses Rennen. Aber wichtig, sofort den Grundspeed aufnehmen. Dann kommt die Startkurve. Dann kommt die erste Welle, die man richtig haben will. Dann kann man auch schön reinziehen. Richtig Tofana-Schuss. Ja. Verlierst dann natürlich der ein oder andere Zehntel mit dem Luftwiderstand. Isabella Wright hat die Nummer 3. Sie ist reingerutscht in die Top 20, weil es eben diverse Absenzen gibt heute. Ja, und gestern auch ein ansprechendes Resultat gefahren. Hat aus der Top 20 gefahren gestern. 18. genau. Oben schon viel anlegen. Jetzt haben wir den Tacho wieder. Genau, dieser zeigte eben gestern bei Pirovano 135 weiter, Satz Duca d'Aosta. Wow, auch da, das ging extrem weit. Da wurden eben fürs Protokoll auch eine Meinung, die oft zu hören war, Änderungen gemacht. Aber sieht man, der norwegische Trainer, Tim Gfeller, die haben eine Kooperation mit Amerikanerinnen und darum ist er dort auf dieser Position und geht schauen, wie es der Bella geht. Rechts, wirklich so hoch oben rechts wie möglich rauskommen, man sieht es jetzt hier, damit nachher sich vorzubereiten auf den Delta. Und dort wäre es taktisch vielleicht cleverer gewesen, kurz so ein bisschen Tempo draus zu nehmen, wie das gestern Jasmin Fluri sehr, sehr gut hat gemacht. Und dort Nummer 10. Kira Weidle, schon zweimal hier auf dem Podest, 2021 WM-Silber hinter Corinne Sutter vor Lara Gut-Berami, in der letzten Saison dritte im Weltcup. Dora! Das ist, glaube ich, Dora gereicht, ne? Fuhr sie mit zu viel Überzeugung rein, oder? Ja, wenn sie so reagiert. Also ihr geht es gut, das ist nicht passiert. Ja. 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 Ist immer noch am Fluchen. Ja, wird ein bisschen zusammengestaucht in der Ausfahrt von dieser Starkurve und verwitscht. Heicht, oder ja, ist zunächst beim Tor. Das hat es aus dem Konzept gebracht. Ein Ausfall der Sorte ärgerlich. Fokus auf die nächste Schweizerin, Johanna Helen. Platz 10 gestern ist ihr mit Abstand bestes Ergebnis auf der Olympia delle Tofane. 11. Abfahrt von ihr auf dieser Strecke. Schneller als Gocha gestartet. So, das ganze Feld, wo jetzt oben ist, die Athletinnen wissen, das funktioniert heute. Es ist viel mehr Ruhe drin, weniger Unterbrich. Jetzt kann man die Performance abrufen. Oh. Drohne, wo bist du? Haben Sie hoffentlich Ersatz. Heilen unterwegs Richtung Delta. La Curva Grande natürlich. So. Ja, damit die links Dirche. Dafür kann sie hier schon in Position. Zwischenzeit haben wir auch keine erhalten. Darum natürlich jetzt spannend. Wo steht sie im Vergleich mit Gocha? Habt ihr? Hatte. Die Belastung auf das linke Knie war immens groß. Wirklich voll ab. Nein. Ah, kindliche Welle vor dem Romero. Erinnerungen an gestern und die Geschichte mit Corinne Sutter hoch. Ein bisschen Innenlage von dieser Welle. Ja, da ist sie weit unter diesen 90 Grad unten. Johanna Helen und ihre Knie, das ist auch so eine Geschichte. Eieieiei. Die dritte ist jetzt unterwegs. Valérie Grenier. Erste Abfahrt nach über 5 Jahren gefahren. Sie wollte einfach ihre Fisspunkte verbessern. Opa.
und dann fährt sie auf das Podest. Und schaut ihr diese Startzeit an, genau gleich wie gestern, sind sie da so viel schneller. Topspeed von Grenier, die Riesenslalom-Spezialistin, wird zur Speedfahrerin. Da hat sie eine super Dirche. Ja, da war sie zu direkt, zu spät dran, das Tor nicht mehr erwischt. Aber gefahren. Ja, da mag sie die Richtung nicht mehr machen. Ja. Die Spitze innen gefahren, schon mit dieser Entwicklung so nicht gerechnet hätte. Bist du wohl nicht der Einzige, der diese Vermutung hat. Michel Niederwieser, es ist eine riesengroße Chance für alle Athletinnen, die jetzt noch oben stehen, inklusive auch zwei Schweizerinnen. Jenal 29, Sutter 35. Das bringt auch Spannung und es bleibt dabei. Wir haben auch heute eine neue Siegerin, siebte Abfahrt hintereinander. Pop, pop, happy. Sollte aber gut gegangen sein für Niederwieser. Sie gestern mit einem Punkt belohnt. Sie hat jetzt da ganz richtig gemacht. Wenn du am Boden bist, wichtig drehen, rutschen auf dem Anzug auf dir. Ja, nicht wollen den Ski wieder setzen, weil dann kann es einmal so einen Schnapper geben, wenn der Ski greift. Und da hat es da schon neue Verletzungen gegeben. Das hat sie gut gemacht. Ja, es wärmt. Die Sonne in Cortina und dieser Unterbruch hat dieses Rennen neu lanciert. Sind die Qualitäten dann nicht mehr ähnlich einzuordnen wie bei einem Mo Winkel oder einer Jacqueline Wiles? Christine Scheier unterwegs. Auch sie hat mal eine Weltcup-Abfahrt gewonnen in Zauchensee. War 2017. Delta. Ob jetzt Delta wieder rausgenommen. Oh, dann sind sie weit, weit raus und bricht ihre Fahrt. Nein, bricht sie nicht ab. Hat sie eine weite Exkursion gemacht. Jetzt. Ja. Also 30 Fahrerinnen jetzt im Ziel in Cortina. Heißt auch, diese Abfahrt wird aller Voraussicht nach gewertet werden. Mit auch aller Voraussicht nach einer Siegerin aus. Thank you.
sembra che sia tutto a posto, se facciamo tutto su, non c'è scena. Datemi info, per favore. Marco, stanno prendendo la scala, allargano e metto i due uomini sulla banda per aspetta la scala e vanno. Dai, 5 minuti.